Ja, ich glaube, das kann man nicht mehr vergleichen. Damals war ich mehr oder weniger eigentlich nur den Einspieler und habe ein paar Spiele mitgespielt. Und jetzt als ja, Kern der Mannschaft, Kapitän der Mannschaft, ist einfach anders. Ich glaube, die Euphorie ist einfach diesmal einfach nur mal ein Ticken mehr. Das merkt man einfach. Die Sehnsucht ist nur mehr, wie es damals war. Und ja. Ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen aufbauen. So, auch die erste Runde gegen Leipzig ist schon langsam losgegangen. Klar, dann war halt Hannover irgendwo eine D-Serie, wo, klar, jetzt bin ich endlich mal Gewinner. Wie gesagt, dreimal ausgeschieden. Irgendwo dreimal verdient ausgeschieden am Ende und jetzt, glaube ich, verdient endlich mal gewonnen. Und ich sag mal so, seitdem merkst du einfach, egal wo du bist, es wird über Eishockey geredet gehabt, jeder redet die auch. Rituale, mein Ablauf, den ich schon gerne einhalten möchte, Ja. aber zu wirklichen Glücksbringer eigentlich nicht. Und dann möchte ich einfach schon, dass ich mich 1,5, 2 Stunden hinlegen kann, ausruhen kann, wo auch meine Frau dann sich um unseren Planer kümmert, wo ich auch sehr dankbar bin dafür. Das Einzige, was ich habe seit den Playoffs, habe ich immer Sakko, gleich Sakko mit den gleichen Sticker drauf und ja. Ich denke, dass beide Mannschaften am Freitag und auch am Sonntag noch komplett frisch sein werden. Und dann wird es halt eine Sache der Kraft. Ja, man versucht sich gut zu ernähren, man versucht die Stimmung jetzt auch hochzuhalten, die Spannung im Körper hochzuhalten, um dann am Freitag voll da zu sein. Nein, nicht. Ich habe da so ein bisschen, meine Schläger sind immer hochpräpariert mit einem schwarzen Lackspray, aber sonst denk ich, da bin ich da ziemlich offen für alles. Dass jeder geblockte Schuss ist nur mal geiler wie in einer Halbfinalserie. Jedes Tor ist geiler, jeder Check ist geiler. Ist alles nur mal von der Intensität und von den Emotionen einfach nochmal einen Schritt tiefer, weil du halt weißt, dass du hast nur noch 3 Schritte jetzt zu gehen. Und ich krieg jetzt Gänsehaut. Ja, natürlich als Schlusssirene, als wir das vierte Spiel gewonnen haben, ne? Weil es wirklich, du kannst ja von den anderen Siegen oder von den anderen Momenten, Entschuldigung, erstmal nichts kaufen. Und da, wenn es vorbei ist und du alles hochschmeißt, und ich war in dem Moment auch mit auf dem Eis, und das sind Emotionen und Ballast, der auch vom Körper fällt, und das geht alles auf einmal raus, das ist der Moment, der wahrscheinlich immer im Leben hängen bleiben wird dann. Das Schöne ist ja, dass wirklich meines Erachtens nach die zwei besten Mannschaften der Oberliga, ob Nord oder Süd, insgesamt die zwei besten Mannschaften jetzt im Finale aufeinandertreffen. Das ist erstmal schön und es ist verdient. Aber gerade deswegen zählen halt wirklich die Kleinigkeiten. Also jeder Fehler, den du eigentlich machst, der kann bestraft werden, der wird bestraft werden. Und deswegen sind es wirklich, man sagt das immer so lapöl, so die Kleinigkeiten, aber es ist einfach leider Gottes so, dass die Kleinigkeiten am Ende des Tages entscheidend sein werden. Ich mache das schon immer so. Ja. Ich bin ein mannschaftsdienlicher Spieler. Ich bin auch kein Spieler, wo jetzt jeder sage, boah, geil, was der da draußen macht. Ich komme über mein Herz, ich komme über meine Leidenschaft, über meinen Kampf, und das war schon immer so, und es wird sich auch nicht ändern, nur weil ich jetzt eine Liga drunter gegangen bin, den Schritt, ne?